Hi Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal der Fish Academy. Ich bin Vinny Piano und heute seht ihr eine kleine Zusammenfassung von meinem Highlight bei meiner Fahrschulprüfung in 7 Tagen. Und jetzt musst du mehr bremsen. Ja, schön. Die Bremse geht? Prüfung beendet. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende haben wir noch eine kleine Überraschung. Und zwar verlosen wir dann noch ein paar Autogrammkarten. Und dann würde ich sagen, let's go! Das ist Hugo. Sag hallo Hugo. Ja, so. Oder? Okay, weiter. Das noch weiter nach vorne? Ja. Das kriegst du immer mit, wenn du ordentlich auf der Kupplung drehen kannst. Ja. Nee. Nicht? Du bist gerade vorgerutscht. Ja, gut. Ne. Weiter vor. Noch weiter. Echt? Ja. Dann muss das länger so noch zurück, ne, oder? Nee. Doch, dreht mal die Kupplung. Und? Ja, so fühlt sich normal an, ne? Gut. Der Schulterblick nach links geht aus deinem Fenster raus, aber nicht so gucken, ne? Also fährst, schaust einfach, alles klar, passt. Ja, gar nicht so viel bewegen. Ja, bei manchen, die noch weiter vorne sitzen, reicht es, wenn du einfach nur so machst. Hinten raus, also nach rechts, aus dem Fenster raus. Okay. Ja, da reicht das hier nicht. Ja. Weil hier in der Säule kann sich auch jemand verstecken. Ja. Deswegen wirklich schön hinten raus gucken. Hinter uns sitzt dann irgendwann mal der Prüfer, kannst du nicht hinein, sonst ist der Bus. Blinker, Schulterblick. Soll ich jetzt schon Gas geben oder nur erstmal? Nur mit der Kupplung. Okay. Oh, jetzt hast du gelöst. Ja, mach weiter. Langsam runtergehen. Nee, weiter. Achso, du, du hältst die so. Achso, okay. So halten. So, bis wir 8 km/h erreicht haben, jetzt kannst du komplett runtergehen. Okay. Ja, jetzt hat die, kannst du Blinker ausmachen. Jetzt hat die Kupplung, keinen Sinn mehr. Oh. Die Bremse geht? Ja. Boah, die ist aber ganz schön krass eingestellt. Warst du am Simulator? Ja. Also eingestellt, die ist so. Ja, okay. Ja, im Simulator musst du ein bisschen mehr treten. Das wird jetzt noch ein, zwei Mal so passieren und irgendwann kriegst du es dann. Muss ich bremsen, ja klar. Ja, ein bisschen. So, machst den zweiten Gang nehmen. Jetzt musst du wieder zu anhalten. Bis davor. Ja. Kupplung treten. Oh. Hm? Die Kupplung, ja. Schön auf der Bremse. Oh. Okay. Ersten Gang. So, es gibt 2 verschiedene Ampeltypen. Bremsen. Eine mit Pfeil und wieder drüben eine ohne Pfeil. Wenn wir eine Ampel mit Pfeil haben, ist das perfekt. Das heißt, wir können abbiegen, ohne dass jemand anders grün hat. Wenn die da drüben grün haben, hat noch jemand grün. Wenn es nur die Fußgänger sind. Fußgänger, Gegenverkehr, irgendjemand hat noch grün. Also Pfeil, mega geil. So. Wir fahren jetzt hier gleich. Stopp. Und jetzt musst du mehr bremsen. Ja. Schön. Läuft doch. Ja, erster Gang. Wir wollen dann gleich auf den Rechtsabbiegestreifen. Ne? Fährst einfach geradeaus drüber. Okay. Oder anhältst. Dann brauchst du die Kupplung dazu. Machst du beim Motocross vor? Nee. Ne? Doch, eigentlich schon. Echt? Aber das, oh, nicht mit links. Okay. Mit links nicht bremsen, nur mit rechts. Okay. Ich weiß. 0 Punkte. 0 Fehlerpunkte. Glückwunsch. Danke. Langsamer, langsamer. Hier kommt das mal im Fuß. Stimmt, stimmt. Und jetzt kannst du dich noch weiter vortasten. Ja, du beobachtest den Spaß ja schon. Wenn frei ist, kannst du los. Ja, von vorne darf nichts runterkommen. Weil enge Straße. Viele denken immer, dass es eine Einbahnstraße ist. Ist es aber nicht. Der Prüfer will meistens oder möchte gerne am Ende der Straße nach links. Wenn das eine Einbahnstraße wäre, könnten wir hier bleiben. Da es aber keine ist, müssen wir nochmal, bevor wir nach links abbiegen, einen kleinen Schlenker nach rechts machen. Okay. Ja, also Blinker nach links. Nach dem Weißen, die parken hier immer ein bisschen doof. Nach dem Weißen machst du so einen kleinen Schlenki nach rechts. Jetzt. Los rum. Ah! Wo war dein Schlenki nach rechts?
wo man den Schlenki da nach rechts gehen soll. Noch doller nach rechts? Ja. Okay. Ja, dass wir wirklich da drüben stehen. Da geht es darum, wenn jetzt hier jemand kommt und wir hier reinfahren, hat er gar keine Chance. Okay. Wenn wir ein Stoppschild sehen, was machen wir als nächstes? Was suchen wir? An die Haltelinie und wenn es sie nicht gibt, an die Sichtlinie. Gibt es eine Haltelinie? Nein, also an die Sichtlinie. Bella. Oh, wir gehen geradeaus, ne? Mhm. Okay. Und stopp. Handbremse. Handbremse. Ach so. Das ist jetzt deine Sichtlinie. Okay. Nach rechts siehst du gar nichts, aber nach links dafür. Und wie gesagt, dann nimmst du dir zur Hilfe die Autos zum Beispiel. Mhm. Ja, ob da drin sich irgendwas bewegt, reflektiert, macht es gerade nicht. Also könnte es frei sein. Jetzt kommt was. Ja, wenn du durch die anderen Autos durch die Scheibe guckst, siehst du es. Kein Schild, also rechts oder links, ne? Mhm. Kommt aber nichts. Kommt nichts. Okay. Piepst. Prüfung beendet. Warum? Einmal. Ah, darf ich nicht rein. Aha. Rückwärts? Da ist immer noch ein Rückwärtsgang drin. Echt? Mhm. Jetzt. Achso. Wo bin ich denn vorwärts gefahren? Weil es bergab ging. Achso. Ach, Winnie, hier. Wird schon. Na, schön aufpassen. Und dann jetzt nach rechts. Erst fährst du zu langsam, dann fährst du zu schnell. Schulterblick, Schulterblick. In die 2 schalten. Hat dich der Auto jetzt so abgelenkt? Wahrscheinlich. Oder weil keine rote Ampel da war, die ich noch mitnehmen konnte. So, jetzt fahren wir auf die Schienen drauf. Ja, weil wenn wir jetzt geradeaus fahren, fahren wir in die Haltestelle rein. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Schienen wechseln, da vorne. Schön Schulterblick. Nicht blinken. Nicht blinken, nein. Okay. Auch nicht in die andere Richtung. Und dann auch nicht in die Richtung. Aus? So. Okay. Ja, du musst einen schönen Schulterblick machen, wenn wir auf die Schienen fahren. Und auch wieder, wenn wir runterfahren. Ja, jetzt. Hinten raus, hier musst du. Ja. Stopp. Stopp. Ja. Immer noch Stopp. So, und jetzt fährst du einfach rückwärts. Vorne. Mit der letzten abgebrochen. Das waren meine Highlights aus meiner 7-tägigen Fahrschulausbildung und Leute, ich habe bestanden! Mega nice! Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit für euch zu verlosen. Und zwar verlosen wir unterschriebene Autogrammkarten von mir. Da müsst ihr auf den Instagram-Account von der Fischer Academy gehen. Da steht immer alles, was ihr machen müsst, um die zu gewinnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal der Fischer Academy, um keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!